Liebe Freunde der Archäologie in Europa, herzlich willkommen zu unserem Online-Experiment, zu Ihnen nach Hause zu kommen mit digitalen Vorträgen. Wie Sie alle wissen, ist seit Februar bzw. März das gesellschaftliche und öffentliche Leben zum Erliegen gekommen. Keine Vorträge mehr in der RGK. Die RGK-Mitarbeiter sind weitgehend ins Homeoffice geschickt worden. Es hat keine Reise nach Sachsen-Anhalt stattgefunden. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr nachgeholt werden kann. Kein Sommerfest, keine Mitgliederversammlung. Und wir hoffen auch da, dass vielleicht bis zu September die Lage sich so weit beruhigt hat, dass wir vielleicht dann doch noch mal gemeinsam feiern können und auch die Mitgliederversammlung stattfinden kann. Vor einigen Wochen hat unser Vorstandskollege Thomas Klaus die geniale Idee gehabt, diese tote Zeit, sage ich mal, zu überbrücken und mit Online-Vorträgen, die wir vorab aufnehmen und dann zu Ihnen digital nach Hause schicken, diese Zeit zu überbrücken. Und viele Teilnehmer, die wir gefragt haben, an diesem Experiment teilzunehmen, haben auch spontan zugesagt. Und wir werden also jetzt 4 Vorträge insgesamt aufzeichnen und Sie diese Vorträge Ihnen dann nach Hause schicken. Wir hoffen, dass unser Experiment klappt und wünschen Ihnen und uns viel Vergnügen. Guten Tag und herzlich willkommen zur virtuellen Vortragsreihe des Fördervereins der Römisch-Germanischen Kommission Freunde der Archäologie in Europa. Mein Name ist Kerstin Hofmann und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, dessen zweite Direktorin ich bin. Wir entführen Sie mit dem gleich anschließenden Vortrag von Knut Rassmann nach Irland und Schottland und möchten Sie an unserer Faszination für deren wunderschöne Landschaften teilhaben. Diese zeichnen sich für uns an Landschaftsarchäologie Interessierte nicht nur durch besonders gut erhaltene, obertägig sichtbare Großsteingräber und Erdwerke aus, sondern lassen sich auch ganz hervorragend durch modernste Technik aus dem All, aus der Luft oder auch am Boden erforschen. Seit 2016 beteiligt sich die Römisch-Germanische Kommission an der From Boyen to Bodka-Initiative, die die Entstehung und Transformation jungsteinzeitlicher Kulturlandschaften im Nordwesten Europas untersucht. Dabei stellen wir uns immer wieder die Frage, wie wurden die von uns untersuchten Landschaften wahrgenommen und wie genutzt? Mit der Projektdurchführung von Seiten der RGK ist Dr. Knut Rassmann betreut. Er ist Leiter des Referats für Prospektions- und Grabungsmethodik an der RGK. Als prähistorischer Archäologe beschäftigt er sich vor allem mit der Jungsteinzeit und der Bronzezeit. Ihn zeichnet sein Interesse für die Einführung und Entwicklung innovativer Methoden und Techniken in der Archäologie und ihre konsequente Anwendung für die Beantwortung übergreifender sozioökonomischer Fragestellungen aus. So beschäftigt er sich unter anderem mit den Herausforderungen, die mit Siedlungskonzentrationen einhergehen, aber auch mit der Analyse von Materialkreisläufen oder eben auch komplexen Landschaften. Sie können sich also auf einen nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch sehr spannenden Vortrag freuen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf eine Reise in den Nordwesten Europas mitnehmen, in das Boyne Valley in Irland und auf die Orkney-Insel Rousey. Und worum geht es? Es geht um sakrale Landschaften und steinzeitliche Grabmonumente. Und da gibt es so ein kleines Fragezeichen in meinem Vortragstitel. Und das hat auch einen Grund, wie Sie gleich erfahren können. Es geht in den Nordwesten Europas, 2 Regionen stehen bei uns im Fokus. Und die sind nicht nur willkürlich zusammengestellt, sondern es gibt in ihnen oder zwischen ihnen interessante Gemeinsamkeiten, die schon vor einigen Jahren irische und schottische Kollegen bewogen haben, eine Initiative zu starten unter dem Titel From Boyne to Brodgar. Boyne, das ist der River Boyne, den ich bereits eingeführt habe, und Brodgar, das ist ein großes Erdwerk auf der Insel Mainland in Orkney. Dieses Monument ist sehr prägnant, Sie finden es nahezu in jeder Darstellung zur Steinzeit Großbritanniens. Auf meinem Vortragsfolien sehen Sie das oben auf der rechten Abbildung, das Erdwerk im Hintergrund, die Seenlandschaft im Kern der Insel Mainland
und auf dem unteren rechten Foto sehen Sie einen Ausschnitt mit dem Fluss Boyn und dahinter jetzt nicht zu erkennen, aber wenn man so reinzoomen würde, würde das Monument von Nhaus und Newgrange in Erscheinung treten. Das sind die beiden Landschaften und worum geht es? Es geht auch um sakrale Landschaften und Forschungsmethoden. Sakrale Landschaften, heilige Landschaften, was können wir darunter verstehen? Das Wort Sakralarchitektur kennen wir, also in unserem Verständnis sind uns natürlich diese Dinge schon geläufig auf unterschiedliche Weise, aber es sind eher punktuelle Plätze, die wir mit diesem Begriff verbinden, also die Kirche, der Kirchhof, aber nicht die Landschaft. Das ist in der Archäologie seit einigen Jahrzehnten aber durchaus üblich, diesen Begriff anzuwenden. Und um das zu illustrieren, habe ich Ihnen das Cover eines aktuellen Buches aus Großbritannien eingeblendet, Sacred Landscape in Antiquity. Und in diesem Buch wird der Bogen gespannt von bronzezeitlichen sakralen Landschaften in England bis hin zu sakralen Landschaften im alten China über die antike Mittelmeerwelt. Also das ist in diesem Kontext durchaus gebräuchlich. Und was hat das jetzt mit Irland zu tun, mit Großsteingräbern im Nordwesten Europas? Und hier ist in der Tat etwas Faszinierendes, was einen auch als Archäologen packt, wenn man diese Landschaft bereist. Es sind nicht nur viele Monumente, die einem begegnen, sondern es ist diese Kontextualisierung von Landschaft, die wir beobachten. Und dieses Bild von Carrowmore im County Sligo im Nordwesten der Insel Irland illustriert das. Im Vordergrund sehen Sie die Überreste eines zerstörten Ganggrabes, also ungefähr 5000 Jahre alt, und im Hintergrund sehen Sie dieses Plateau von Knockan Era, und so ganz winzig tritt dort eine kleine Kuppel in Erscheinung und dahinter verbirgt sich auch ein steinzeitliches Grabmonument. Sehr prägnant in der Landschaft positioniert, und es ist nicht nur dieser Platz, der besetzt wird, sondern um diese Gräber herum in der Landschaft verteilt sind auf markanten Positionen in der Landschaft Monumente zu finden, und man gewinnt den Eindruck, dass die Menschen in dieser Zeit vor 5000 Jahren verstanden haben, diese Landschaft mit ihren Monumenten zu strukturieren. Die Frage ist, was verbirgt sich dahinter? Markiert man Besitztum oder markiert man Straßen, Wegeverbindungen? Das sind Dinge, die wir aus dem Kontext vieler Beobachtungen dann diskutieren können. Aber es ist eben eine Landschaft, die erschlossen wird. Und die Archäologie der Vergangenheit hat sich sehr, sehr lange auf einzelne Fundplätze und Objekte fokussiert. Und wenn wir die Landschaft erschließen, dann reicht uns die Ausgrabungstechnik, also das konventionelle Herangehen, nicht aus. Da müssen wir andere Methoden einsetzen. Und wir tun das in Frankfurt in der Römisch-Germanischen Kommission seit vielen Jahren schon mit fahrzeuggestützten geomagnetischen Prospektionssystemen, mit denen wir wirklich in der Lage sind, nicht nur kleine Fenster über archäologische Fundplätze zu eröffnen, sondern wirklich ganze Landschaften oder große Fenster in die Landschaft öffnen. Und das illustriert das linke Foto ganz gut. Sie sehen im Hintergrund das Grabmonument von Newgrange und davor eine große Wiese, über die gerade mein Mitarbeiter Johannes Kalmbach mit dem Quad und dem Geomagnetikgerät rüberfährt. Und Sie sehen auch die verschiedenen Spuren, die sich sozusagen in das Gras hineinfräsen. Es braucht natürlich Zeit, so eine Fläche zu prospektieren, aber das sind Flächenleistungen, die natürlich viel, viel größer sind als das, was ein Archäologe mit Ausgrabung öffnen kann. Und das ist, wie gesagt, unser großer Trumpf. Aber das reicht natürlich nicht alleine aus. Eine archäologische Landschaft ist eben größer als diese Quadratkilometer, die wir mit diesen Prospektionstechniken erschließen können. Seit einiger Zeit haben wir ein Kooperationsprojekt mit den Kollegen in Oberpfaffenhofen im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und hier werden Satellitentechniken eingesetzt, um archäologische Landschaften zu beobachten. Und dieser Terra-SAR-Satellit, das ist so ein Mikrowellenradarsatellit, der die Erde umkreist und uns nahezu in jeder Woche von jedem Fundplatz, den wir jetzt auf der Erde beobachten möchten, uns Fotos bringt oder Bilder, keine Fotos, sondern Radarbilder, die auch den Vorteil haben, dass die Wolkenbedeckung keine,
keine Rolle, kein Hindernis darstellt. Man war diesen Techniken anfangs etwas skeptisch in der Archäologiewelt, deswegen haben wir uns gleich gesagt, wir versuchen das in verschiedenen Regionen Europas, auf verschiedenen archäologischen Fundplätzen, Siedlungen, Grablandschaften. Und die bisherigen Ergebnisse des zurückliegenden Jahres haben gezeigt, dass das eine sehr, sehr wertvolle Methode ist. Jetzt von diesem ganz großen Bild zum kleinen, wenn wir interessante Strukturen finden, in der Magnetik oder in den Luftbildern, fangen wir nicht gleich an auszugraben, sondern wir testen sie und am besten eignet sich dafür das Bohren. Das hat sich in unserem Workflow so eingepflegt und wir nutzen verschiedene Bohrsysteme, mit einfache Systeme, wo man mit einem Hammer einen Bohrstock in den Boden hineinrammt oder motorgetriebene Systeme, wie Sie hier oben rechts im Einsatz sehen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann haben wir mit den verschiedenen Methoden, die wir einsetzen in der Archäologie, also nicht nur wir, sondern auch unsere Kollegen, verschieden große Beobachtungsfenster. Und das soll dieses kleine Schema im Zentrum der Folie verdeutlichen. Große Fenster bis zu mehreren 100 Quadratkilometern können wir mit Fernerkundungsdaten erschließen, Flächen bis zu 10 Quadratkilometern mit geophysikalischen Methoden. Dann haben wir natürlich auch die konventionellen Methoden, die sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich sind, wie konventionelle Feldbegehung. Der Archäologe läuft übers Feld und schaut nach Scherben und anderen Spuren archäologischer Hinterlassenschaften, Mauerreste, zerstörte Häuser. Und dann die Bohrung und am Ende erst. Am Ende fangen wir mit den Ausgrabungen an und da öffnet sich dann eine ganz große Welt von Methoden und naturwissenschaftlichen Verfahren, die im Kontext eingesetzt werden. Jetzt nach Irland. Wir sind unterwegs in der Steinzeit, also einem Zeitraum von 4000 vor Christus bis 2000 vor Christus. Und in dieser Zeit gibt es in Irland sehr, sehr unterschiedliche und auch markante steinzeitliche Grabmonumente, eine diverse Grabarchitektur und wir beobachten innerhalb dieser zwei Jahrtausende auch einen interessanten Wandel in der Architektur. Es scheint so, als ob diese Monumente, die wir dann in Newgrange oder in Naas sehen, offensichtlich den Gipfelpunkt dieser Entwicklung darstellen. Es sind Monumente, die sind sehr unterschiedlich und sie treten auch in der Landschaft in unterschiedlichen Räumen und unterschiedlichen Konzentrationen auf und in einigen dieser Landschaften eben in dieser bemerkenswerten Dichte, dass wir diesen Begriff von sakralen Landschaften erwägen. Schauen wir jetzt rein in diese Landschaft des Boyne Valleys und am besten eignet sich dafür ein Laserscan, der kleinste Unterschiede im Relief visualisiert. Und Sie sehen den Flusslauf, den habe ich da in dieser Folie blau nachgezeichnet und rot umrandet das Kerngebiet des Welterbe-Areals Boyne Valley. Und bereits auf diesem Laserscan sehen Sie so kleine Punkte, die kleine Hügel erkennen lassen. Dahinter verbergen sich die steinzeitlichen Großgrabhügel, die bereits aus dieser Perspektive sichtbar werden und neben diesen kleinen Buckeln in der Landschaft sehen wir größere kreisförmige Anlagen. Dahinter verbergen sich sogenannte Enclosures, Erdwerke, wahrscheinlich Versammlungs- oder Ritualplätze der Steinzeit. Jetzt etwas besser sichtbar die großen Monumente im Boyne Valley. Links Naas, darunter Newgrange und rechts oben Daus. Die beiden linken Monumente sind ausgegraben worden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie sind jetzt rekonstruiert nach den Ausgrabungsbefunden. Rechts oben sehen wir so ein etwas trauriges Beispiel. Die Großanlage von Daus im 19. Jahrhundert untersucht auf eine relativ absolut rabiate Weise, bei der sogar Sprengstoff zum Einsatz kam, um die Grabkammer freizusprengen. Das sehen wir auch rechts unten in dem LiDAR-Scan sehr deutlich, dieser gewaltige Trichter. Also hier eine Forschungsstrategie im 19. Jahrhundert, die zu einer Zerstörung der Anlage geführt hat. Die beiden Beispiele auf der linken Seite zeigen, wie man das eigentlich richtig machen sollte, wie man solche Ausgrabungsergebnisse dann auch einsetzt, um die Anlagen zu rekonstruieren. Aber bei diesem Thema Rekonstruieren
haben wir natürlich auch eine relativ oder eine sehr schwierige Konstellation. Was rekonstruieren wir, wenn wir so ein Monument wie eben dieses Beispiel Newgrange wiederherstellen? Es ist natürlich zum einen die Ausgrabungsergebnisse oder es sind die Ausgrabungsergebnisse, die uns zur Verfügung stehen und die wir natürlich auf unterschiedliche Weise erlangen, erzielen und die wir natürlich auf unterschiedliche Weise interpretieren können für die Rekonstruktion. Und dann haben wir natürlich den zweiten, vielleicht schwierigeren Punkt. Hinter jedem dieser Monumente steckt natürlich ein größerer Zeitraum, ein Prozess. Diese Monumente verändern sich. Und was wollen wir dann rekonstruieren? Welche Zeitscheibe wählen wir aus oder versuchen wir, diesen Prozess der Veränderung sichtbar zu machen? So ungefähr wie die Rekonstruktion einer Kirche, die eine Phase in der Romanik hat, eine in der Gotik, im Barock und die dann vielleicht im 19. Jahrhundert im Zuge des Historismus wieder verändert worden ist. Was greifen wir raus? Was betrachten wir sozusagen als darstellenswert? Das ist eine schwierige Frage. Und am Beispiel von Newgrange sind sich die Wissenschaftler auch nicht so ganz einig, ob das nun tatsächlich die beste Entscheidung war, das Monument auf diese Weise darzustellen. Das so als kleine Replik, falls Sie die Reise nach Irland ins Boyne Valley führt und Sie sich dieses Monument einmal in der Realität anschauen. Wir haben uns diese Landschaft angeschaut. Wir haben uns jetzt nicht auf die einzelnen Monumente konzentriert und fokussiert, sondern wir wollten wirklich möglichst viel über diese Landschaft erfahren. Und deswegen haben wir große Flächen magnetisch untersucht und hier gibt es auf dieser Folie orange umrundet den Bereich des UNESCO-Weltkulturerbes, also das, was sozusagen unter Schutz gestellt worden ist. Aber es gibt darüber hinaus natürlich auch interessante Flächen in der Peripherie. Und das war auch genau unsere Frage. Zunächst haben wir uns auf diesen zentralen Bereich fokussiert, wollten möglichst viel darüber erfahren, wie sieht es um die großen Grabhügel aus. Und dann war natürlich auch die Frage, wie sieht es in der Peripherie, in der weiteren Peripherie dieser Monumente aus. Und neben den magnetischen Prospektionen haben wir eben diese Drohnenaufnahmen durchgeführt, also eingesetzt und vor allem auch Multispektralaufnahmen, also ein ganzes Spektrum von Methoden, was zum Einsatz kam und aus dem wir unterschiedliche Daten generieren konnten. Bei den magnetischen Prospektionen haben wir Hunderte, wenn nicht Tausende von interessanten Strukturen entdecken können, unter anderem auch viele Überreste von steinzeitlichen Grabmonumenten. Ich kann Ihnen jetzt hier nur ein Beispiel zeigen. Es ist unser schönstes Ergebnis. Und Sie sehen hier auf diesem Foto im Vordergrund Newgrange, hinten herausgehoben das Monument von Naus und links mit dem C gekennzeichnet, so ein hellerer Kreis, markiert eine Wiese, auf der wir eigentlich nichts gesehen haben. Wir haben auf dieser Wiese bei den Oberflächenbegehungen nichts gesehen und auch bei den Drohnenaufnahmen ist nichts gefunden worden. Bei den Satellitenaufnahmen hat man nichts gefunden und auch bei diesem hochpräzisen LiDAR-Scan hat man festgestellt, da ist auf dieser Wiese keine kleine Anhebung oder Delle. Dennoch haben wir hier in unmittelbarer Umgebung von Newgrange ein weiteres Großmonument in der Magnetik entdecken können. Sie sehen das recht deutlich, diese kreisförmige Struktur in den Magnetikdaten, oben links nochmal hervorgehoben in dieser farblichen Konturenkarte. Das Interessante ist, dass wir ein Monument haben, was ein wenig kleiner ist als Newgrange, was aber gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Und die markanteste Ähnlichkeit ist im Zentrum dieser Anlage, also von diesem Kreis umschlossen, befinden sich Strukturen, die haben einen sehr, sehr starken magnetischen Kontrast und die haben eine klare Ausrichtung in Richtung Süd-Südosten. Und das entspricht ziemlich genau der Ausrichtung der Grabkammer im Innern des Hügels von Newgrange. Und diese Grabkammer nimmt exakt Bezug auf den Punkt, wo die Sonne am 21. Dezember aufgeht, also zur Wintersonnenwende. Das sind zwei interessante Übereinstimmungen, die wir hier haben. Einerseits diese kreisförmige Struktur, die Dimension der Anlage und dann auch die gleiche astronomische Ausrichtung. Fraglich ist natürlich,
was? Wie ist diese Struktur aufgebaut? Handelt es sich um eine Steinarchitektur im Zentrum oder eine Holzarchitektur? Diesen Fragen gehen wir mit unterschiedlichen Methoden nach. Hier ein Beispiel mit Suszeptibilitätsmessung im Vergleich zu den magnetischen Untersuchungen. Aber letzten Endes werden wir nicht umhin kommen, diese Strukturen zu prüfen durch Testgrabung oder eben durch Bohrung. Die irischen Kollegen sind ein bisschen skeptisch bis jetzt bei dem, was unsere Bohruntersuchungen anbelangt. Und um das Potenzial unter Beweis zu stellen, haben wir 2016 ein kleines Programm aufgelegt, haben in verschiedenen Bereichen in Dows Bohrungen durchgeführt. Und die Ergebnisse sind sehr, sehr prägnant, also vor allem im Bereich einer mittelalterlichen Siedlung. Hier sehen Sie diese kreisförmigen Grabenstrukturen, die eben diese Siedlung umschließen. Sind wir bei den Bohrungen auf extrem hohe Phosphorwerte gestoßen, also bis zu 0,8%, 8000 ppm. Das ist schon so viel, dass man von Akkumulation, von Abfall, Siedlungsabfall in erheblichem Umfang ausgehen kann. Also ein klares Indiz für einen Siedlungsplatz, der über längere Zeit von mehreren Generationen wahrscheinlich genutzt worden ist. Im Unterschied dazu haben unsere Bohrungen auf potenziellen neolithischen Strukturen nördlich davon keinerlei markante Phosphorsignale ergeben. Also das ist wiederum so ein kleiner Indiz, dass wir hier auch keine klaren Indikationen für neolithische Siedlungen in diesem Bereich der Grabmonumente finden. Hier ein Beispiel für den Einsatz von den Radardaten links oben, rechts eine Infrarotaufnahme von einer nicht ganz so markanten Anlage, die nicht so spektakuläre Ergebnisse erbracht hat, wie das Beispiel, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, aber es sind trotzdem wichtige Bausteine für das Gesamtbild. Wir können diese Daten jetzt nutzen, um die Anlage in ihrer Größe, in ihrer Ausdehnung zu rekonstruieren. Wir können sie natürlich auch nutzen, um den Erhaltungszustand zu klassifizieren und auch das Gefährdungspotenzial, was für die Kollegen der Denkmalpflege von Bedeutung ist. Bei den Prospektionen im Beuental haben wir in diesem ganzen Bereich im Umfeld der Grabanlagen keinerlei signifikante Spuren auf neolithische Siedlungen gefunden. Die einzelnen Siedlungsstrukturen, die entdeckt wurden, datieren in das Mittelalter oder aber in die Bronzezeit. Was wir gefunden haben, sind entweder weitere steinzeitliche Einhegungen, Enclosures oder Grabmonumente. Und das kann ich jetzt Ihnen in dieser zusammenfassenden Abbildung vorstellen. Also die schwarzen Signaturen stehen für bereits bekannte Monumente, die roten Signaturen stehen für neu entdeckte Monumente, wobei wir im unteren Bereich Drohnenaufnahmen der irischen Kollegen mit einbezogen haben, die im Jahr 2018 drei neolithische Erdwerke entdeckt haben. Strukturell bedeutet das also, es gibt hier tatsächlich eine sakrale Landschaft mit Monumenten und Grabmonumenten und keinerlei Siedlungsaktivitäten. Und im Jahr 2019, also im letzten Jahr, haben wir das erste Mal außerhalb des UNESCO-Weltkulturerbe-Areals in der weiteren Umgebung dieser Grabmonumente Prospektionen durchgeführt. Und hier sind an zwei Stellen neolithische Siedlungsreste entdeckt worden. Also ich denke, dass wir hier natürlich noch weitere Arbeiten investieren müssen. Diese Strukturen müssen überprüft, validiert werden. Aber unsere bisherigen Ergebnisse bestätigen schon dieses Bild der sakralen Landschaft, die eben frei ist von wirtschaftlichen Siedlungsaktivitäten der Menschen, sondern wirklich so bevorzugt für die Errichtung von Grabmonumenten und die Anlage von rituellen Plätzen genutzt wurde. Wie sieht es jetzt auf Orkney aus? Die Verbindung zwischen diesen beiden Regionen liegt vor allem in der Ähnlichkeit in der Grabarchitektur. Das illustrieren diese beiden Abbildungen. Die verzierten Steinplatten von Newgrange und von Peerwall zeigen diese ähnliche Ornamentik, aber auch die Architektur ist in beiden Regionen ähnlich. Die Landschaft ist eine komplett
andere. Dieses Beispiel, Foto von Rausi, zeigt es prägnant. Aber auch die Struktur der archäologischen Hinterlassenschaften ist etwas anders. Wir haben auf Orkney diese imposanten Steinkreise. In dieser Monumentalität finden wir sie auf im Boyne Valley nicht. Und von den Inseln der Orkney-Gruppe sind auch steinzeitliche Siedlungen bekannt, die in dieser Dimension aus Irland nicht vorliegen. Wenn wir das uns zusammenfassend anschauen, hier eine Karte der Orkney-Insel, die gelben Signaturen sind die Siedlungen, die blauen Signaturen Großmonumente. Und hier erkennen Sie schon sehr deutlich, dass es anders ist als im Boyne Valley. Die Siedlungen liegen häufig in unmittelbarer Nachbarschaft von den Grabmonumenten. Lässt sich das auf der Insel Rausi auch bestätigen durch unsere Untersuchung? Das ist die Frage. Die Monumente auf den Orkney-Inseln sind in ihrer Dimension etwas kleiner als diese Großmonumente im Boyne Valley, aber nichtsdestotrotz gibt es ein Monument, was in seiner Architektur herausragt, und das ist Mees Haugh. Sie sehen diesen Grabhügel, der von außen erstmal nicht so spektakulär aussieht, aber wenn man reingeht, stellt man fest, das ist eine Kammer, die ist komplett aus zugeschlagenen Steinen. Man hat nicht den Eindruck, dass man in der Steinzeit sich befindet, sondern man denkt, das ist ein mittelalterliches Bauwerk. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Qualität, die uns hier gegenübertritt. Und es scheint mir wirklich der Gipfelpunkt der steinzeitlichen Grabarchitektur zu sein. Wir haben 2018 angefangen, auf Rausi zu prospektieren. Die Insel ist ungefähr 35 Quadratkilometer groß, also es ist durchaus ein Versuchsareal, wo man repräsentative Flächen auch messen kann. Und wir sind mit unseren Arbeiten in den zurückliegenden zwei Messkampagnen gut vorangekommen, dass wir wirklich repräsentative Messflächen eröffnen konnten. Und bei diesen Messungen sind durchaus interessante Ergebnisse auch zutage gekommen. Hervorgehoben verdient diese Siedlung, die wir im Südwesten der Insel in Westside gefunden haben. Und zum Vergleich, auf der linken Seite ist dieser Ausgrabungsbefund von Skara Brae, also auch ein Weltkulturerbe-Fundplatz, zu sehen, wo wir diese rundförmigen Hüttenstrukturen sehen. Also das ist genau das, was wir und auch unsere schottischen Kollegen bei magnetischen Prospektionen entdeckt haben. Eine weitere Anlage ist im Nordosten der Insel von uns auch prospektiert worden. Also hier gibt es Siedlungen, die sich in den magnetischen Daten sehr markant abzeichnen, dass wir wirklich davon ausgehen können, wenn wir in den Prospektionen auf Übersiedlungsflächen fahren, werden wir sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch abbilden können. Neben den Siedlungen haben wir auch eine ganze Reihe von zerstörten Grabmonumenten finden können. Was bedeutet das jetzt strukturell? Wir haben auf Rausi in diesen Flächen weitere Siedlungen entdecken können und zerstörte Grabmonumente. Das Bild hat sich verdichtet, es ist aber strukturell nichts Neues hinzugekommen. Das heißt, wir haben die alten Vorstellungen, auf den Orkney-Inseln haben wir diese Nachbarschaft von Siedlungen und Gräbern. Das konnten wir mit unseren Daten bestätigen. Und wir haben natürlich durch diese großen Untersuchungsflächen auch die Chance, dass wir überzeugend darstellen können, dass dieses Bild tatsächlich so ist, weil die bisherigen Untersuchungen waren auch eher kleinräumig. Das heißt, dieses große Fenster erlaubt ganz einfach sichere Aussagen. Unsere Untersuchungen im Boyne Valley und auch auf Rausi eröffnen die Möglichkeit, diese Errichtung von Grabmonumenten in der Steinzeit in ihrem Kontext von Landschaft, aber auch im Kontext der agierenden sozialen Gruppen besser verstehen zu können. Ein wichtiges Moment ist, dass wir
in diesen beiden Regionen, die wir jetzt miteinander vergleichen, die gleichen Untersuchungsmethoden eingesetzt haben. Häufig ist es in der Archäologie durchaus der Fall, dass wir ganz bestimmte Forschungstraditionen haben in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Regionen. Dadurch, dass wir sozusagen jetzt in diesen verschiedenen Räumen gearbeitet haben, vereinheitlichen wir das Methodenspektrum, aber wir vereinheitlichen letzten Endes auch die Frage der gestellten Forschungsfragen. Und das, denke ich mal, ist ein wichtiges Element, dass wir damit in der Lage sind, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten besser verstehen zu können. Neben den Arbeiten auf der Orkney-Insel Rousey und im Boyne Valley hatten wir in den zurückliegenden Jahren auch die Möglichkeit, in weiteren Regionen in Europa zu arbeiten, wo wir auch dieses Methodenset eingesetzt haben. Und jetzt haben wir wirklich eine gute Möglichkeit, diese verschiedenen Prozesse im Verbreitungsgebiet der Megalithgräber im Westen Europas verstehen zu können. Der Vergleich der Regionen spiegelt wieder, wie die Menschen vor 5000 Jahren auf unterschiedliche Weise Landschaften erschlossen haben und wie sie mit ihren Monumenten die Landschaft auch markiert haben. Der Vorzug unseres Vorhabens besteht in der Anwendung eines einheitlichen Methodenspektrums, wodurch wir in der Lage sind, unsere Resultate auch wirklich sicher vergleichen zu können und dadurch auch besser analysieren zu können. In den zurückliegenden Jahren konnten wir die Fallstudien über Orkney und Irland hinaus erweitern und konnten durch Untersuchungen in Südschweden auch wesentliche und wichtige strukturelle Ergebnisse einbeziehen. Die große Frage ist, was sagen unsere archäologischen Daten über die steinzeitlichen Gesellschaften und ihren kulturellen Wandel aus? Und hier ein Beispiel, ein Boxplot, der uns die Größe von Grabhügeln in verschiedenen Regionen darstellt. Wir sehen, dass die Grabhügel im Boyne Valley die größte Diversität aufweisen, während sie in Schweden, Fallbygden und auf Orkney in ihren Größenunterschieden deutlich geringer sind. Die Frage spiegelt sich in diesen Unterschieden, in diesen Größenunterschieden, spiegeln sich unterschiedlich ausgeprägte Hierarchien in den Gesellschaften, spiegeln sich Reichtumsunterschiede zwischen diesen Baugemeinden, die diese Grabmonumente errichtet haben. Alle diese Fragen lassen sich mit Sicherheit nur beantworten, wenn wir vergleichen, wenn wir verschiedene Regionen miteinander in Bezug setzen. Und das ist eine Sache, die wir durch unsere Arbeit in den verschiedenen Regionen erreichen konnten und wo wir letzten Endes durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Irland und Schottland wesentliche Dinge für den Forschungsdiskurs beitragen konnten. Die Ergebnisse, die ich Ihnen vorgestellt habe, basieren natürlich nicht allein auf meinen Ergebnissen, sondern ich habe das Privileg, mit einem Team von Kollegen der RGK zusammenzuarbeiten. Hier sehen wir eine Abschlussaufnahme von unseren Prospektionen im Jahr 2019 auf Rousey. Und aufgeführt sind hier die Namen von Kollegen aus Schottland und aus Irland, mit denen wir gemeinsam diese Arbeiten durchführen. Vielen Dank.